Ja, ich begrüße euch zurück zu Mad Games Tycoon. Diesmal stimmt der Titel. Oh, warum der Spielebericht liegt. Zu erstellen. Boah, guck mal, wir haben schon einen Marktanteil von 2,63%. Die ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ach, wir konnten ja veröffentlichen. %. Ja. So nicht schlecht. Nein. Spiele produzieren. Granado. Zwei Millionen direkt. So, Fuffy Manager nehmen wir vom Markt. Hat uns knapp 2 Millionen gebracht. Dann könnt ihr ein Update machen für den Fußballmanager. Und ein Update für Granado. Aktienanteile haben wir jetzt alle. Okay. Den pushen wir noch ein bisschen. Firmenwert. Naughty Chicken ist der nächste, den wir aufkaufen. 50% haben wir schon. Die sind fertig. Wir entwickeln einen Nachfolger. UEFA Cup 3 als Free-to-Play. Diesmal 4. Sportspiel. Danach werden wir irgendwann die Engine verbessern dazu. Atmosphäre und Core Design. Atmosphäre. Fanberichte. Bessere Atmosphäre, okay. Bin sehr zufrieden. Ziehen wir den noch hoch.
Fortgeschrittene ID, okay, der kann raus. Level Editor brauchen wir nicht. Marketing. Noch alles auf Lager, Restbestände, oh, viel. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen verzockt. Wir machen zwar Plus, aber 2 Millionen direkt zu produzieren bei dem war vielleicht ein bisschen viel. 441 Millionen. Junge, Junge, Junge. Energiekrise. Betriebskosten für Server verdoppeln sich. Ah, ganz vergessen. Unser Marktanteil steigt auch gut, 3,55% mittlerweile. Natürlich auch geschuldet daran, dass wir so viele Exklusivtitel jetzt haben. Oh, jetzt geht es aber gut runter. Noch 188.000 offene, also keine 10% mehr von denen, die wir produziert haben. Das ist okay. So, pushen wir alle Games nochmal. Und natürlich auch unsere Kraftbox Ultra. Aufträge abarbeiten, meine Freunde. Ja, sie sind alle verkauft. Sehr schön. Produzieren. 100.000. Bugs entfernen. Weitere Kühlschränken verlangen. Aufenthaltsraum. So, da habt ihr zwei weitere.
Bugs sind auch entfernt. Sehr schön. Jetzt hier noch Sound dabei. Millionen hat das Spiel eingebracht bis jetzt und es spielen immer noch 1,67 Millionen, 501 Millionen, ja, wunderbar. Muss die Charts mal jemand Marktanalyse, Übersicht, wie viele Spiele mit dem gleichen Genres und dem gleichen Thema zurzeit da sind. History, ach so, ist das. Fans, geht hoch. Finanzen, Monatsübersicht, Gewinn von 18 Millionen. Aber auch geschuldet, weil wir halt die Aktien gekauft haben. Hier Jahresbilanz, 117 Millionen. Plus. Wie? Ich habe hier Minus gemacht von 126 Millionen. Fast 200 Millionen Minus. Da haben wir die Charts. All-Time Charts. So, alle Spiele, das sind jetzt die verkauften, glaube ich. Ja. Retail. Und das sind Fortsetzungen. Auf Platz 4 hat sich einer geschoben, der nicht von uns ist. Ansonsten wären die ersten 8 Spiele alle von uns. Die erfolgreichsten. MMOs, es gibt ein MMO. Aha. Spielewandel gibt es noch keine. Budgetspiel, Anno City. Remastered. Komisch, die anderen Remaster nicht. Wochencharts. Gesamte Downloads. Wir sind die einzigen, die scheinbar Free-to-Play machen. Ja, wenn die anderen nicht wollen, nehmen wir das gerne mit. Ja, mit MMOs habe ich noch nie Glück gehabt in diesem Game. Deswegen habe ich die auch noch nicht wirklich gemacht. Publisher. Hier, Gremlins haben wir am häufigsten genommen. Genau wie Hasbro. Unsere Spiele. Spiele von Tochterfirmen. Coffee Tycoon, aha. Von Zyrtech. Ah, da sind die anderen. Aber man sieht, gut gewinnen haben die nicht gemacht. Zumindest nicht, bevor wir sie aufgekauft haben. Danach geht's aufwärts. Ist aber nicht, ist nicht für uns rausgekommen. Nicht. So, meine Game-Umsätze. Fußballmanager 6, 501 Millionen. Even World 354 Millionen. Truck Simulator 240 Millionen. Einsamer Agenten 2. Da fällt es schon ab. 83 Millionen. 77, 68, bla bla bla.
Ach, wir können ja. Jetzt ein Hotdog komplett aufkaufen. Was ihr entwickelt noch? Ein Update. So, jetzt veröffentlichen wir. Super. Jetzt habe ich den falschen Knopf auf den Timer gedrückt und der läuft gar nicht. Da mache ich ein bisschen nach Gefühl. Ein paar Minuten gebe ich uns noch. Sport war das, ne? Gerade. Sport 3. Fortgeschrittene, da haben wir die perfekte. Zerstörbare Umgebung. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Nicht in der Sportsimulation. Noch mal ein bisschen Werbung für unsere Konsole. Granando nehmen wir jetzt vom Markt. Oh, hat uns auch noch 48,66 Millionen eingebracht. Dann entwickeln wir jetzt einen weiteren Nachfolger. Und zwar Trucker 2, 3. Truck Simulator 3. Simulation. Erstmal eben eine neue Engine. Simulation. Croft, Simo 3, nein, 4, 4,
Nachfolger. Drei. Wieder free to play. Croft 704. Jetzt eigentlich Lizenzen? Nö. Ah, doch. Später. Prozent Marktanteil haben wir schon. Die hat 9,2, die hat 7,5. Fanberichte. Okay. Spieltief und Gameplay. So, dann stellen wir eben alles ein und dann ist die Folge auch zu Ende. Da müssten die 20 Minuten eigentlich dicke rum sein. Wieso Truck Simulator 2? Den Namen vergessen zu ändern. So, wie gesagt, damit ist die Folge dann zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und wünsche mir, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Mad Games Tycoon. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Dein, euer Aiden Croft.